Und meine Frage ist, wie habt ihr es weitergeführt? Und ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Barbara Staus und Mirjam. Sie ist nicht gestorben. Nein, nein. Ja, danke schön für die Einladung an Horst Moser und das Team und die tolle Betreuung. Ja, Mare, seit 20 Jahren eine Publikation, die Barbara mit gegründet und begleitet hat. Und wir werden jetzt hier im Hintergrund eine Slideshow sehen aus dem Jubiläumsband, den ihr jetzt rausgegeben habt zu diesem 20-jährigen Jubiläum. Und natürlich muss man bei so einem Ereignis erstmal chronologisch oder überhaupt bei den Anfängen anfangen. Wie gründet man eine Zeitschrift, beziehungsweise wie gründet man Mare? Wie war das? Also es war so, dass ich damals Fotografin war und eine Freundin von mir erzählt hat, dass eben wiederum ihr Freund, der Meeresbiologe war, die Idee hatte, eine Meereszeitschrift zu gründen. Und wir dann wirklich am Küchentisch eigentlich zu viert uns ausgedacht haben, wie wir das angehen wollen. Und da ich Fotografin war, war für mich ganz klar, dass die Fotografie eine wesentliche Rolle spielen muss und eben auch unser zukünftiger Chefredakteur Nikolaus Gelbke eine große Affinität und Liebe hatte zur Fotografie und ist deswegen wirklich auch ich diesen Ansprechpartner und auch eben natürlich bis heute diese Fotografie so eine Rolle spielt bei Mare und eben nicht alles vom Text ausgeht, wie es, glaube ich, vielfach sonst in den Magazinen der Fall ist, dass die Bilder nur als Bebilderung funktionieren und nicht, also wir generieren den Inhalt oft auch von der Bildseite her und suchen dann danach den Text aus. Ihr kamt ja nicht aus dem Nichts, also ihr habt euch gefunden zu viert, aber ihr seid ja alle auch Kinder von anderen visuellen Publikationen, von Erscheinungen wie zum Beispiel dem Du-Magazin. Drei von den Gründern kommen aus der Schweiz. Und du hast mir erzählt, du hast ja auch Rat geholt am Anfang, was denn überhaupt ein Bildredakteur oder eine Bildredakteurin ist und macht. Denn die Vorstellung davon, die war gar nicht so konkret, wie ja, es genau. Jetzt heute scheint. Also das war in der Tat so. Also als ich angefangen habe, oder Bildredakteurin sein zu wollen, gab es eben auch gar keine Ausbildung dafür. Heute gibt es die du ja gemacht hast mir. Und wir haben uns, oder ich habe mir eigentlich selber ausgedacht, was so ein Bildredakteur machen sollte. Und ich glaube, das war auch wirklich das große Glück meines Lebens, weil ich mir mittlerweile meine Arbeit so schaffen konnte, oder mir so meine eigene Welt zu bauen. Und eben auch die Art, wie wir dann bei Mare rangegangen sind, Geschichten zu generieren, irgendwie alles geprägt hat, wie ich vorgehe. Wie sieht diese Welt aus? Also wenn du von dieser Welt sprichst, die du dir selbst gebaut hast, von dieser Bildredaktionsrolle auch, die man da erfüllt, wie sah das am Anfang aus? Hat sich das geändert und wie füllst du die aus? Wie hast du die? Also vielleicht gehen wir nochmal zurück zu Mare, ja. Oder was Mare ist. Also Mare ist eben eine Meereszeitschrift und die meisten denken dann an Unterwasserfotografie oder Segeln und Freizeit. Und wir haben aber eigentlich dieses Meer viel mehr verstanden als Metapher, wie wir Geschichten angehen oder aus welcher Richtung wir gucken. Also wir haben so ähnlich wie in dem Vortrag vorher eben auch überlegt, was ist eigentlich der Horizont oder was können wir alles da hinein projizieren, und haben dann auch vier Ressorts von Anfang an gehabt und gesagt, es ist eben, das Meer ist Kulturraum, das Meer ist ein Wirtschaftsraum, ein Wissenschaftsraum oder eben auch ein Raum für Freizeit. Das Meer ist historisch relevant, wir haben vorhin gehört Odysseus oder eben auch Captain Ahab, und haben einfach zum Beispiel eine Geschichte gemacht über die Syphilis, weil die übers Meer kam, und wir haben, das Meer hat immer was Trennendes und gleichzeitig was Verbindendes, und so haben wir einfach immer mehr Geschichten gefunden, obwohl uns eigentlich von Anfang an alle gesagt haben, ihr macht nicht mehr als 5 Hefte, euch werden sofort die Themen ausgehen, und wir haben eben 20 Jahre überlebt und
ich habe das auch gleichzeitig immer, dieses Gefängnis oder eigentlich dieses Limitieren auf dieses Thema hat immer mehr die Sinne geschärft. Und auch diese Angst zu haben von vornherein, und bis heute habe ich immer Angst, dass mir die Themen ausgehen und dass ich nichts mehr finde, das hat mich immer wachgehalten. Und ich glaube, so geht es eben der gesamten Redaktion, dass wir eigentlich immer mit dieser Gefahr leben, dass es endlich ist. Gleichzeitig bietet das mehr die Möglichkeit der Unendlichkeit, zumindest bis jetzt. Ja, ihr seid ein Team, was ja auch eine lange Kontinuität hat. Zum einen dadurch, dass ihr mehr als die 5 Ausgaben überlebt habt, ihr feiert euer 20. Aber auch personell. Ihr seid ja im Team, gibt es eine wahnsinnige lange Tradition des Zusammenarbeitens. Das prägt sicherlich ein Heft auch stark. Ja, also ich denke auch. Also das hat, es stimmt eben auch nicht ganz, weil ich glaube, es gibt noch 3 Gründungsmitglieder, die bis heute dabei sind. Also natürlich der Verleger und Chefredakteur Zoro Del Bono und ich. Und der Rest hat schon gewechselt. Und ich weiß nicht, da ist eine Kontinuität, aber es hat sich auch immer wieder gewandelt, würde ich jetzt eher sagen. Ja. Ja, wir haben ja auch gestern schon viel gehört über Konzepte zum Relaunch, zur Überarbeitung, wie man am Puls der Zeit bleibt. Wie ist das bei Mare ein Thema? Habt ihr da euch jeweils gefragt, ob man sich neu erfinden muss? Oder wart ihr da sehr, also habt ihr zwischen modern und klassisch abgewegt oder war das eher eine ideelle Überlegung? Ja, ich würde eher sagen, wir haben uns... Also das hört sich so formell an, was du jetzt fragst. Ich würde eher sagen, wir haben uns immer wieder gefragt, was ist relevant oder was ist für uns relevant. Also wir haben auch so eher immer unsere eigene Arbeitsweise hinterfragt und ob sie so sinnvoll ist, wie sie ist. Und jetzt also nicht so aus marketingtechnischen Gründen oder so. Also davon haben wir uns wie frei gemacht. Und das ist natürlich auch ein großes Glück für die eigene Arbeit. Also weil mein größtes Vergnügen ist immer im Tun und nicht im Produkt. Ich habe eigentlich immer so lange mein Vergnügen, bis es fertig ist und danach gucke ich es nie wieder an. Das heißt also, du erinnerst dich nicht an jedes Heft, was ihr rausgebracht habt? Ich erinnere mich sehr gut an die ersten Hefte und dann vielleicht nicht mehr so sehr. Also ich kann mich immer wieder darauf einlassen, aber ich lasse die Dinge gerne auch hinter mir. Und ich bin sehr gerne im Jetzt, immer da, wo ich bin und da, wo ich gerade arbeite oder mit dem Fotografen, mit dem ich gerade arbeite. Das ist natürlich auch was du ansprichst. Du bist eine Schnittstelle in der Bildredaktion, ganz klar. Also du bist mit der Chefredaktion, mit den Redakteuren, die schreiben, aber eben auch mit den Fotografen, die ja nicht fest sind, verbunden. Wie gestaltet sich das? Also für mich ist das die perfekte Rolle, weil ich bin sowieso ein Medium und meine Arbeit schlägt sich nirgendwo so, also eigentlich überall nieder, aber nirgendwo ist sie so richtig abgebildet. Also ich kann eben zwar das jetzt hier zeigen, aber dann sagen, ja, das ist ja das Design oder das ist ja eben gelayoutet, aber ich bin ja nicht der Layouter. Und das ist auch immer schwer zu vermitteln, was ist das überhaupt, die Bildredaktion? Also viele denken, ich arbeite bei der Bildzeitung und... oder eben auch, was macht deine Mutter? Bildredaktion, ja, was ist das? Oder ich schiebe, man wählt Bilder aus. Aber es ist eben so ähnlich vielleicht wie der Galerist. Man kann unglaublich viel einbringen, glaube ich, und bestimmen. Aber immer nur im direkten Kontakt eben mit dem Fotografen oder mit dem zuständigen Redakteur, mit der Chefredaktion, mit der Artdirektion. Man hat mit allen zu tun. Und das macht die Arbeit so irrsinnig abwechslungsreich. Also für mich ist es perfekt. So, das ja, du bist ein Player auf den ganzen Ebenen und musst ja auch, also denkst die anderen Seiten mit und führst es doch dann wieder zu deinem eigenen zusammen. Also es ist ja schon, du sagst ja mal gerne, es ist ein bisschen wie Kochen. Also wie kam es zu dieser Allegorie? Du sagst, wenn man kocht, dann entsteht auch aus vielen Kleinteilen. Ja, das ist eben ein Bild, was ich gerne benutze, weil ich mag auch, wenn man etwas so bildhaft abbildet. Und zwar, ich glaube, beim Bildereditieren geht es eben nicht darum, dass man jetzt aus 20 Bildern sagt, das ist das Beste, 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 Beste und die aneinander reiht. Daraus wird noch kein
gutes Ganzes, sondern es geht eben darum, wie man einzelne Komponenten so zusammenbringt in ein ganzes Neues oder in ein ganzes gutes Neues, was aber in dem Sinne, das mit gut meine ich, dass diese Idee umgesetzt wird, die man damit hatte. Das passiert auch ganz oft durch Weglassen. Also dass man eben ganz, man hat immer so viel Auswahl und auch heute so viel Auswahl an Bildern. Und unsere Aufgabe sehe ich auch, eben das Editieren bedeutet auch die Möglichkeit oder diese Fähigkeit zu haben, wegzulassen und ganz klare Entscheidungen zu treffen. Und dafür muss man, glaube ich, ein ganz klares Bild haben, was man erreichen will, um wirklich immer auszuwählen und zu sagen, das passt aber nicht in mein Narrativ und das auch nicht und das ist ein schönes Bild, aber das passt da auch nicht rein, um zu diesem Ganzen zu kommen, was man am Schluss möchte. Und auch hier, was man jetzt sieht, das ist ja jetzt quasi wieder eine Kompilation aus allen 20 Jahren. Diese Bilder sind natürlich nicht so im Heft gewesen, aber die mussten wieder neu editiert werden, um hier wieder richtig zu sein. Und würde ich eine Ausstellung machen, würde ich wieder anders editieren. Es gibt eben nicht den einen Weg für das richtige Edit, sondern immer nur in Bezug auf etwas. Also auf einen Raum oder auf eine bestimmte Bildgröße. Man muss immer in dem einzelnen Projekt denken und dann auswählen. Ja, es ist wie so eine Kernidee, die man eher transportiert, indem man dann die Auswahl trifft und nicht am einzelnen Bild gelagert, könnte man so sagen. Aber nochmal dann von dem Jubiläumsband auf das Heft. Es gibt die Kategorien, es gibt ja aber auch völlig andere Ebenen der Erzählung. Ihr habt historische Themen, ihr vergebt Aufträge. Wie sieht es da aus? Denkst du dann erst in den Kategorien oder ist es tatsächlich für dich etwas, dass du im ganzen Heftumfang denkst, wenn man jetzt zum Beispiel an Fotografen Aufträge vergibt, wenn man schaut, welche Themen haben wir jetzt gesetzt, wie sieht die Planung aus oder wie kommt es überhaupt dazu, dass man hinterher in dem Magazin eigentlich diese Dichte hat und dieses Gesamtbild, wenn man das halt wieder zuschlägt, dass man denkt, ja, das ist, ich habe jetzt Mare gelesen. Also ich weiß nicht jetzt, ich weiß nicht genau, ob ich antworte auf deine Frage, aber ich finde, ist bei mir oft so, dass ich das Gefühl habe, ich suche nicht, sondern ich finde oder etwas findet mich. Es ist, da ist eine bestimmte Magie dahinter, dass manchmal, weiß ich nicht, ich habe was im Kopf, wo ich denke, das brauche ich und dann 3 Tage später finde ich es. Also sei das durch eine Mail oder ein Fotograf meldet sich und hat dann genau diese Geschichte. Und die andere Ebene ist natürlich die Ebene der Recherche. Da kann ich mich auch Stunden und Tage lang aufhalten, vom Hundertsten ins Tausendsten so in die Tiefe zu gehen mit großem Vergnügen. Also das können Bücher sein, wo ich wieder neue Begriffe finde, nach denen ich dann weiter recherchiere. Also ich fange halt irgendwo an und komme immer so zum Nächsten und recherchiere dann weiter und so wird immer, also baue ich mir eigentlich gerade bei historischen Geschichten dann am Schluss ein riesiges Bildkonvolut und dann gehe ich wieder zurück in die Reduktion. So. Also das, dann wird es wieder so eingekocht, um wieder bei dem Kochen zu bleiben. So. Ja, dann hat man so die Essenz von dem Ganzen. Es geht am Schluss um die Essenz natürlich, genau. Wenn ihr kommt alle 2 Monate raus, also seid auch, wir hatten das schöne Wort latent aktuell, ihr habt euch nicht dem Tagesjournalismus oder der Aktualität verschrieben. Wie schafft ihr die Themenkonstruktion beziehungsweise wie plant ihr eigentlich? Ist es ein langer Vorlauf? Ja, das ist ein sehr langer Vorlauf, sehr zum Leidwesen der Fotografen, die dann oft sehr lange warten müssen, bis wir die Bilder auch publizieren mit 6 Ausgaben im Jahr. Aber wir sind eigentlich immer so parallel in der Planung von mehreren Heften, die wir immer mehr verdichten. Also erst sind sie ein ganz loses Gerüst und dann es läuft immer parallel die Arbeit an mehreren Heften. Es ist ja auch so, wenn man mit Fotografen spricht, ist Mare eine feste Größe und jeder fühlt sich geehrt oder schreibt nochmal ein Dankeschön gerne. Auch hier für den Jubiläumsband gab es ja zahlreiche Dankes-E-Mails und Karten, dass man da nochmal drin ist. Es ist eine wahnsinnige Wertschätzung für dieses Printprodukt.
Ja, und das ist erstaunlich bei so einer kleinen Auflage. Und es ist ja so ein Nischenheft und viele von euch kennen es bestimmt nicht mal. Ich kann ja mal fragen, wer es da überhaupt aktuell kennt. So. Aber, ja doch, guck mal. Barbara ist immer überrascht, schön. Wenn sie dann auf einmal merkt, dass sie Mare nicht erklären braucht. Also du siehst, es sind schon einige. Ja, nee, ist schön. Also ich freue mich immer und eben das ist, glaube ich, auch, was es bei uns ausmacht, dass wir einfach mit wirklich großer Freude arbeiten und auch im Austausch sind eben mit den Fotografen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Ja, wenn man ja immer auch so ein bisschen, vielleicht sich mittlerweile selbst den Vorwurf macht, dass man fast anachronistischen Print rausbringt und daran festhält und jetzt nicht ein Online-Konzept etc. hat, obwohl Mare sich ja auch schon erweitert hat. Es ist ja mit Büchern, mit einer Fernsehsendung, die sich da irgendwie angedockt hat, die auch unter Mare läuft und immer wieder neuen Ideen ja auch aus der Redaktion so, dass Mare quasi so ein Gesamtkonstrukt ist von dieser Idee, von diesem Gefühl. Ja, weil wir letztlich alles abbilden können, aber immer aus der Sicht des Meeres. Also wir müssen, also es ist eben eine Mare-Geschichte, wenn wir sagen, eine Geschichte wird eine Mare-Geschichte, wenn das Meer etwas beeinflusst oder vom Meer beeinflusst wird. Also es kann eben nicht nur irgendwie am Meer was liegen, sondern es muss dann schon immer diese Beziehung auch, also dass es eine, wie soll ich sagen? Na, eigentlich ein Vehikel einfach. Also wenn du sagst, das ist diese Beziehung, weil manchmal sind dann Themen drin, wo der ein oder andere vielleicht sagen würde, also das hätte ich jetzt nicht mit dem Meer sofort in Verbindung gebracht, aber irgendwie ist diese Beziehung dann um Dreiecken. Also es kann auch die Sehnsucht sein nach dem Meer. Also wir hatten eine Geschichte mal gemacht über einen Bauern, der in einem Schuppen in der Ukraine auf dem Dorf ein U-Boot baut. Und der hatte also den Wunsch, dieses U-Boot im Schwarzen Meer einmal tauchen zu lassen. Und das war eine Mare-Geschichte, die ganz toll war, weil eben auch bei den Bildern, man stelle sich vor, man würde immer das Meer sehen, das wäre ja unendlich redundant. Also ich versuche meistens das Meer zu vermeiden, ja, dass man das Meer überhaupt gar nicht sieht. Sonst hätten wir gar nicht so ein breites Bildkonvolut. Genau. Jetzt war ich verwirrt. Die Zeitansage, sehr wichtig. Was du aber auch angesprochen hast, also jetzt zum Beispiel mit der U-Boot-Geschichte, war das etwas, was aus der Recherche der Autoren, der Texter kam oder war das etwas, was von Fotografenseite? Nee, das war ganz lustig, das hatte ein Kollege, ein Redakteurskollege mitgebracht, das war eine ganz kleine Meldung in der Taz, ohne Namen, also man wusste gar nicht, wer das war und der hat dann eben tatsächlich rausgekriegt, dass das ein, also wer das war und dann haben wir diese Geschichte dann groß gemacht und ein Team dahin geschickt. Und es ist auch wirklich so, also ich bin nach 20 Jahren irgendwie so, ich habe in meinem Kopf, egal was ich lese, also ich kann eben die Zeit lesen im Zug und sehe dann aus irgendeiner kleinen Randnotiz, das ist eine Mare-Geschichte und dann machen wir das eben zur Mare-Geschichte. Also neulich hatte ich auch so einen Fall, da ging es um die erste Sparkasse, die, glaube ich, in der Hamburger Hafenkneipe, da gab es eben wirklich tatsächlich solche Fächer, wo die Leute dann ihr Geld, also das kam eben auch übers Meer, da haben die Matrosen ihr Geld hinterlegen können, um es quasi da sicher zu haben. Ah, okay, wie eine Kneipensparkasse. Genau. Ja, okay. Und daraus haben wir dann wieder, dann habe ich gesagt, Mensch, hier, das habe ich gelesen und dann machen wir eben einen Artikel draus. So funktioniert das und das macht natürlich auch eben, das macht Spaß, so zu denken. Das stimmt, auf jeden Fall. Also man kann deine Begeisterung auch nach 20 Jahren einfach immer noch so aufnehmen und man merkt es auch, wenn man mit Barbara zusammenarbeitet, man bekommt immer mal wieder Mails, ich habe da was gelesen, ich habe da was gefunden und dieses Mare-Denken und dieses Mare-Konzept, das ist so bei dir drin, dass es auch auf die ganzen anderen Sachen, also die Bildprojekte, die Bildredaktionsprojekte, die Kuration, die du sonst noch zusätzlich zu Mare machst, dass es einfach abfärbt. Man kann sagen, dass das irgendwie überall, dass Mare sozusagen so eine Art Herz ist für dich, oder? Natürlich. Für deine Arbeit. Ja. Und dann schwappt es aber über in ganz andere Projekte, die dich ja mittlerweile auch begleiten. Und dann hast du dein Bildredaktionskonzept, also deine Vorstellung von Bildredaktion, auch
jeweils mit reinnehmen können? Oder gab es auch schon mal Situationen, wo du gesagt hast, nee, also es sind irgendwie so Neubeginne, es sind andere Projekte, die mich reizen, wo ich immer wieder genau diese Rolle haben kann? Oder weil Bildredaktion ja nun auch vielseitig ist, man kann so viel machen. Also wie definierst du das? Am liebsten habe ich schon eben auch etwas, wo ich im Grunde das ganze Projekt leiten kann und eigentlich bis mit in die Druckerei gehe, wo ich also Druckvorstufe noch mit betreue und dann auch bis an die Druckmaschine, weil ich einfach denke, man kann noch so viel Liebe und Ideen in etwas stecken, wenn es am Schluss schlecht gedruckt ist oder hier das PDF nicht gut aussieht, dann ist es eigentlich alles für die Katz. Also ich fühle mich wahnsinnig gerne verantwortlich. Also das ist halt auch etwas, was ich glaube, das hilft auch, eben sowas zu Ende zu machen. Und ich liebe eben auch so neu, also Dinge komplett neu zu machen und in so eine weiße Fläche einfach anzufangen und vorzugehen. Und weil ich glaube, dass man oft eben erst im Rückblick überhaupt ein Werk erkennt. Also wir wussten nicht, was wir machen. Und ich sehe erst im Nachhinein, nach 20 Jahren Mare, ist etwas entstanden. Und hätten wir damit gar nie angefangen, wäre es auch nie so weit gekommen. Und das, ich wünsche mir so sehr, dass da viel mehr Mut ist. Also deswegen finde ich Republik auch so toll, einfach anzufangen und überwältigt zu sein, eigentlich über diesen Response, von dem wir heute Morgen gehört haben. Und eben vieles werdet ihr erst verstehen nach ein paar Jahren, ja, was man überhaupt geschaffen hat. Und das ist, finde ich, so erfüllend, so arbeiten zu können. Am Schluss geht es eigentlich um die Frage, warum man da ist und all diese ganzen Sachen. Und ich kläre das anhand der Fotografie, weil im Austausch mit den Fotografen, die Fotografie, die die Fotografen machen, das ist so stark mit ihnen verbunden. Das ist so sehr ein Ausdruck von dem, wie sie denken und wohin sie möchten. Und mit ihnen darüber zu reden, das bringt mich so nah, ohne persönlich zu sein. Wir müssen nicht privat reden. Und ich bin aber über das Gespräch, über das Vehikel Fotografie, bin ich den Leuten so unglaublich nah. Also es ist einfach eine viel größere Dimension als das Zweidimensionale, was man vielleicht im ersten Moment an die Fotografie immer heranträgt. Und der Aufruf, dass man startet und macht und mit den Grenzen, die man sich setzt oder sich selbst austariert, was man machen möchte und welchen Ausdruck man weitergeben will. Ja. Und man muss sich sein eigenes Haus bauen, glaube ich. Man muss nicht immer nach hinten und vorne und oben gucken und denken, die anderen. Man sollte gar nicht so viel nach links und rechts gucken. Ich bin davon so überzeugt. Man sollte einfach wirklich seine Schritte gehen. Mit Mare seid ihr viele Schritte gegangen, jetzt in den 20 Jahren. Habt viel ausprobiert, seid aber immer einer gewissen Klassik verhaftet geblieben. Denkst du, es ist ein Konzept, was auch in der Zukunft weitere 20 Jahre sich tragen wird? Das weiß ich nicht. Aber ich stelle mir solche Fragen auch nicht. Der Moment, okay. Gut. Dann vielleicht zum Abschluss, dadurch, dass wir jetzt hier den Jubiläumsband sehen und dass du gesagt hast, dass es immer wieder dieses Konzentrat ist, was Fotografie ausmacht. Um das Konzentrat zu haben, braucht man viel Material. Als ihr gestartet seid, war das ja sicherlich nicht so, dass du jeden Tag schon Angebote und Mails hattest, was jetzt fotografische Projekte angeht. Wie schafft man sich dieses Netzwerk, von dem wir ja auch alle immer wieder reden, wie schafft man sich diese Arbeitsgrundlage, dass man natürlich auch auf was zurückgreifen kann? Nee, ich bin überzeugt davon, dass man überhaupt gar nichts alleine erreichen kann. Also man braucht die anderen Menschen und muss auch eine Liebe haben zu den Menschen und irgendwie sollte er einfach das auch wertschätzen. Und wir wären nirgendwo hingekommen, hätten wir nicht auch eben Menschen gehabt, die dann gedacht haben, Mensch, die irgendwie, denen vertrauen wir, denen wollen wir helfen. Also Frau Klingsporn zum Beispiel hat uns wahnsinnig, das ist eine Agentin, die hat dann quasi ihre Hand ins Feuer gelegt und zu den Fotografen gesagt, Mensch, arbeitet für Mare, die haben das verdient. Und So ist es entstanden und dann haben wir natürlich wiederum versucht, eben die Fotografen angemessen zu präsentieren und das stützt sich gegenseitig. Ich weiß nicht wie, also das ist ja alles freiwillig. Das Netzwerk entsteht
an sich, das kann man nicht machen, also das passiert. Und braucht seine Jahre. Braucht seine Jahre, ja, vielleicht. Gut, dann ja, sollen wir noch was vielleicht den jüngeren Machern mit auf den Weg geben? Willst du noch was mit auf den Weg geben, was man aus der... Hab schon zu viel auf den Weg gegeben. Ich weiß nicht. Also wenn ihr noch Fragen genau. habt. Genau. Also da wäre Boris jetzt wahrscheinlich derjenige, welche. Da komme ich doch mal zu euch. Das ist nett. Ich habe natürlich Fragen aus dem Publikum. Super. Und zwar die eine Frage ist sozusagen so fast ein bisschen marketingorientiert, aber sowas spielt ja durchaus auch eine Rolle, denn ein Mare muss sich ja verkaufen. Und die Frage ist, es gibt für Mare natürlich auch eine Zielgruppe. Wie bewusst ist euch Zielgruppe bei dem, was ihr dort macht? Ja, wir haben das nie so richtig analysiert und von Anfang an auch nicht gewollt. Und das hat einfach viele Jahre gedauert, um so einen Fankreis zu, eben auch zu finden oder dass diese Menschen uns gefunden haben und die sind sehr treu. Also ich glaube, das ist dann wiederum, also wenn die dann Abonnenten sind, sind die lange Abonnenten und lieben Mare einfach irgendwie auch so, ne? Und wollen das unterstützen und die sind für uns sehr wichtig und ansonsten machen wir nicht so viel. Also das ist Wir arbeiten aber jetzt, einfach aber an der Zeitschrift. Ihr habt ja Mare nun wirklich erheblich erweitert. Das ist ja wahrhaftig nicht mehr nur die Zeitschrift. Es spielt dann nicht irgendwann ja, aber das Thema Zielgruppen eine Rolle? Ja, aber das ging ja dann, die Erweiterung kam ja dann von außen. Also es war sozusagen so, dass wir waren immer dabei, unsere Zeitschrift zu machen und diskutieren eben wahnsinnig viel inhaltlich. Und dann kam er von außen, kam dann der NDR und wollte Mare TV machen und dann gab es das Produktionsteam, was dann jetzt Mare TV macht. Und mit denen haben wir dann wieder gesprochen, was eigentlich Mare ausmacht. Und die haben quasi ihre Bildsprache. Hat es euch selbst, geholfen, doch mal in Selbstfindung, wenn da Leute von außen kamen? Nein. Nein. Super, oder? Das ist Selbstbewusstsein. Alle Achtung, hör mir auf. Ich finde, dass ihr das in gewisser Weise, du insbesondere, das schon beantwortet habt in eurem Gespräch. Trotzdem nochmal diese Frage, die auch noch aus dem Publikum. Also, es ging um dieses große Ganze und dann sozusagen das ins Detail zu kriegen. Und gibt es dazu auch Theorie oder ist es wirklich Gefühl? Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon gestern und heute, ich glaube in allem, was das Wichtigste ist, eigentlich sind immer diese zwei Pole, also eben Theorie und Gefühl, Nähe und Ferne, Freiheit und Gebundenheit. Also es muss immer beides drinstecken in allem. Das ist super, wunderbar. Ich glaube einfach, ganz tolle Antwort. Wenn man mit Barbara redet, ist es auch einfach so, dass sie immer, sie weiß unheimlich viel, sie beschäftigt sich unheimlich auf theoretischer Ebene mit Fotografie, mit Bildverständnis, was kommt an bei dem Sehenden, nicht mal bei der Rolle des Lesers. Und das fließt alles so indirekt mit hinein, ohne dass das jetzt eine Taktik und es ist. Und es ist eigentlich mein, ich bin permanent in meiner Welt dieser Analyse, warum Dinge funktionieren oder nicht. Und ich kann stundenlang eben Bildgrößen verschieben und gucken, wie es für einfach richtig ist. Und das hat, ich weiß nicht, das ist einfach mein Pläsier. Also das, ich kann das nicht erklären. Und das wirkt auf das andere und eben, ich bin ein Rädchen da drin. Also ihr habt mich jetzt eingeladen, deswegen spreche ich, aber ich bin halt ein Rädchen und naja, ich bin ja nicht Mare, sondern das ist alles, da sind ganz viele andere Menschen, nur ich glaube, ich stehe wie so eine, einfach wie ein Stein. Ich bin bei mir so sicher mit dem, wie ich es sehe, ohne Recht habe. Also ich brauche immer die anderen. Ich liebe eben die Position, mit anderen immer zu kommunizieren. Ich bin überhaupt nicht jemand, die nur allein sein will. Aber selber bin ich einfach auch so klar, weil das geht für mich nur so. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe mir, während ich euch zugehört habe, es ist super. Ich habe mir, während ich euch zugehört habe, habe ich mir aufgeschrieben, du bist ganz, ganz
auf die Bühne gekommen als Bildredakteurin und ich finde, in der Art und Weise, wie du jetzt hier runtergehst, bist du die visuelle Chefredakteurin. Ja, ganz lieben Dank euch beiden für dieses wunderschöne Gespräch. Danke.